Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Ich will die Wahrheit! Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Ich würde sagen, die Wahrheit hängt auch von den Umständen ab. Sie ist manchmal für jeden was anderes. Luke, auch du wirst noch entdecken, dass viele Wahrheiten, an die wir uns klammern, von unserem persönlichen Standpunkt abhängig sind. Die Wirklichkeit ist identisch. Aber die Wahrheiten dazu, also was ich aus den Wirklichkeiten mache, die unterschiedlichen Wahrheiten, die können sehr unterschiedlich sein. Rapsa Bingo! Die erste Staffel der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ist durch. Die einen sagen jetzt Gott sei Dank, das war ja furchtbar. Andere wiederum, gebt mir sofort die zweite Staffel, das war voll geil. Und ich selbst, naja, ich habe mir viel, viel mehr davon versprochen. Doch einige meiner Freunde fanden die Serie sehr nice. Schön für sie. Doch in diesem Video soll es nicht um die Frage bzw. Antwort gehen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Serie sei. Es geht vielmehr um das Fundament vieler Streitigkeiten und Diskussionen. Es geht um den Umgang mit Meinungen und Gedanken, ganz besonders wenn sie den unseren widersprechen. Denn es zeigt sich abermals, wir sehen die Welt nur durch unsere Augen und nicht durch die der anderen. Danke also Amazon, dass du uns genau das wieder vor Augen führst. Aber du hast nie gesehen, was ich sah. Ich habe meinen Teil gesehen. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ja, ich glaube, viele dieser Dialoge in der Serie waren an uns Zuschauer gerichtet. So, als würde sich die Serie selbst kommentieren. Doch zurück zum Thema. Der mediale Fan, Kritiker, Hype, Shitstorm und Backlash war bei Die Ringe der Macht heftig. Es ging und geht noch ordentlich ab, eben vor und nach der Veröffentlichung. Diese ganze Wokeness-Debatte und die Empörung über die großen Abweichungen von der Vorlage. Wie kann Amazon nur verdammt nochmal Hass, Gift auf vielen Seiten, gegenseitige Vorwürfe. Du bist ja ein Hater, du hast ja gar keine Ahnung. Rassisten und toxische Fans überall, ach. So wie damals im kleineren Maßstab bei Das Rad der Zeit oder The Witcher. Ach, aktuell geht es wieder überall so richtig zur Sache. Und ich denke bei solchen Fankriegen und Meinungsschlachten gerne an die großen Fragen der Menschheit. Welcher Gott ist jetzt der coolere? Gibt es überhaupt einen? Oder ist er tot? Können Götter überhaupt sterben? Also wir Menschen sind schon echt eine lustige Truppe, oder? Wir streiten seit jeher um die Deutung der realen und verrückterweise auch um die Deutung der surrealen Wirklichkeit. Was ist diese Wirklichkeit überhaupt? Naja, ein anderes Thema. Wir streiten gerne um die Wahrheit. Mal im Ernst, wenn Streiten keinen Spaß machen würde, würde es wohl kaum einer machen, oder? Wir haben Spaß am Emotionen und am Recht haben sowieso. Und wir diskutieren und streiten deshalb auch gerne um die Wahrnehmung von Filmen und Serien. Welcher Film ist jetzt erfolgreicher? E.T. oder Crash Groove? Star Trek, Star Wars, Game of Thrones oder eben auch die fantastischen und auch teilweise fanatischen der Herr der Ringe-Fans. Jeder scheint mit jedem zu streiten, jeder wisse es besser. Schlechte Serie, super Elben, super Sauron, am Ende war ich selber Sauron-Fan irgendwie, oder einfach alles Mist? Die Amazon-Serie Die Ringe der Macht, ein gutes Beispiel für eine medial berauschte und empörte Welt. Ich habe mich also als neugieriger Kommunikationsdesigner gefragt, was passiert überhaupt hier? Warum streiten sich Menschen um fiktive Geschichten? Warum beleidigen sie sich sogar, verbreiten Hass und fühlen sich von anderen Meinungen gar persönlich angegriffen? Und vor allem, wie kommen wir aus dieser Empörung wieder heraus? Und ich zähle mich auch gerne hier und da mal dazu, denn auch ich bin manchmal ganz schön enttäuscht. Oh, bitte komm schon, bringt mir ein bisschen Handlung. Oh Gott, warum jetzt? Oh mein Gott, scheiße! Ich mache mich auf den Weg zum Psychologen Werner Gross. Als Therapeut kennt er sich mit unserem Kopfkino aus und den verrückten Geschichten, die wir uns manchmal selbst erzählen. Denn mit Die Ringe der Macht ist jetzt plötzlich wieder etwas scheinbar real geworden, was für viele nur in ihrer Vorstellung existierte. Man, in der Psychoanalyse würde man sagen, aus dem Diffusen, aus der Latenz ins Manifeste. Also aus dem diffusen Gefühl wird etwas Konkretes gemacht. Und dann ist es so, dass das jemand
filmisch darstellt oder in der Geschichte produziert. Und dann ist so die Frage, was davon auf der inneren Ebene kann ich als einzelner Konsument davon übernehmen und gut finden oder wo sage ich, nee, totaler Quatsch. Ne? Mhm. Und wenn dann zwei Freunde sagen, der eine sagt, die Ratte ist gut und der andere sagt, die Ratte ist ein fieses Ding, dann kann daraus ein Streit entstehen. Aber in Wirklichkeit redet man ja über was Unsichtbares. Es ist zwar scheinbar sichtbar, genau. Aber in Wirklichkeit geht es um die Bedeutung dessen, was dahinter steht. Und da machte es Klick bei mir. Natürlich, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Es ist die Bedeutung der Dinge. Es gibt Geschichten, die großen Wert für uns haben, aus welchen Gründen auch immer. Star Wars, Harry Potter, Star Trek oder wie hier die Werke von Tolkien und für mich Robert Jordans The Wheel of Time. Es wundert mich also nicht, dass wir auf Dinge, die uns wichtig sind, emotional reagieren. Beim Lesen und Schauen wollen wir schließlich Gefühle erleben, Leidenschaft, Spannung, Identifikation zu Figuren. Geschichten in all ihren Formen entführen uns in andere Welten. Sie lassen uns träumen und Abenteuer erleben. Kurzum, wir lieben gute Geschichten. Und wenn sich die gewünschten Gefühle nicht einstellen, die wir vielleicht mit der Vorlage oder anderen Franchise-Stories verbinden, Enttäuschung pur. Das ist kein Star Wars mehr. Star Trek wurde zerstört. Oder eben auch mal das Gegenteil. Alles geil! Und wir teilen gerne unsere Gefühle mit anderen, mit Freunden oder hier auf YouTube. Ja, es fühlt sich gut an, wenn wir unsere Meinung von anderen bestätigt bekommen. Da sind wir nicht so alleine und manche suhlen sich halt gerne im Elend. Doch es fühlt sich unangenehm und bedrohlich an, wenn wir auf Abneigung unserer Gedanken treffen. Doch wer hat jetzt Recht oder Unrecht? Also die Welt ist groß genug, dass jeder darauf Unrecht haben kann. Also das heißt, jeder auf seine Weise darauf Unrecht haben kann. Und wenn und gerade wenn es um nicht sichtbare Sachen geht, dann gibt es Leute, die sagen, nur meine Sichtweise ist machbar und sinnvoll und möglich und deine ist falsch. Also wenn man kann sagen, das sind subjektive Wahrheiten, die miteinander streiten. Also Interpretationen, die einfach unterschiedlich sind. Dann kann man sagen, können wir uns darauf einigen oder sagt jemand, nur meine Wahrheit kann die richtige sein. Ne? Der Paul Watzlawick hat gesagt, die Leute streiten häufig darüber, sozusagen, dass ihre Wirklichkeit die einzig wirkliche Wirklichkeit ist. Paul Watzlawick, für die, die ihn nicht kennen, war ein österreichischer Philosoph, ebenfalls Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler. Dieser Typ, der auch sagte, man kann nicht kommunizieren. Oder auch, der Andersdenkende ist kein Idiot. Er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert. Schön im Kopf behalten, meine Lieben, am besten für immer, wobei ich zugebe, das ist ganz schön schwierig, mir entgleitet dieser Gedanke oft genug. Nun, als Amazon die ersten Bilder zur teuersten Serie aller Zeiten zeigte, war die Empörung enorm. Denn die Macher der Serie ignorierten eklatant die Vorstellungen vieler Tolkien-Fans. Dabei ging es noch nicht um die Diskussion, ob es sich um eine gute oder schlechte Serie handeln würde. Es ist immer die gleiche Geschichte, nämlich die subjektive Interpretation, wo die Leute miteinander streiten und dann versuchen, jetzt wäre das, wenn dann der eine sagt, okay, wir sind die Fraktion der Zwergenfrauen mit Bart. Ja. Und wir sammeln da hunderte Stimmen, Likes und sowas. Und die andere fragt dann, macht nicht so einen Quatsch, das ist total egal, ob die Bärte haben oder nicht, sondern sie können auch, es gibt auch hübsche Zwergenfrauen ohne Bart. Ne? Ja. Und die beiden, und das ist dann eben nicht nur individuell subjektive Wahrheit, sondern innerhalb der Gruppe ist es eine intersubjektive Wahrheit. Man hat sich nämlich darauf geeinigt, dass unsere Wahrheit ist mit Bärten und die andere Gruppe sagt, wir sagen ohne Bärte. Ja? Ja. Und das kann der Anfang von zwei Sekten sein, die im schlimmsten Fall sich dann auch gegeneinander
miteinander kämpfen, so wie die Fußballfans machen. Ne? Was weiß ich, wenn zwei Vereine da sind, wo das dann eben nicht nur in der Theorie und ideologisch und in der Fantasie passiert, sondern dass sie wirklich körperlich aufeinander losgehen. Die Vorstellung von solchen Fansekten finde ich irgendwie der Hammer. Die Elbe will uns glatt rasieren, so wie sie die Zwergenfrauen glatt rasiert haben. Sie ertragen es einfach nicht, wenn wir Bärte haben. Ich sage also Bärte für alle, für Frauen und Männer zugleich. Eure Mission ist es, zu den Zwergen zu gehen und ihnen die Bärte zu rasieren, auch den Frauen. Alle Bärte müssen aus Mittelerde verschwinden, denn sie sind ein Zeichen des Teufels, des Übels. Denn Sauron hat bestimmt auch einen Bart und so werden wir ihn erkennen. Mein Kopfkino ist einfach das Beste, Leute. Doch es gibt sie wirklich, diese enorm Empörten. Sie äußern Beleidigungen oder Morddrohungen gegenüber von Schauspielern, Filmemachern und Fans, die es anders sehen. Und die Beschuldigten schießen zurück. Rassismusvorwürfe, toxische Fans. Ja, scheinbar schmerzt es einige, wenn die eigenen Kopfbilder oder vielleicht eher doch die eigenen Weltbilder nicht zu filmischen Werken passen. Wenn jemand, sagen wir mal, so heftig an seiner Sichtweise klebt, dann leidet er. Der kann darunter leiden, je nachdem, wie stark er identifiziert ist damit. Also es gibt ja eine Identifikation und es gibt eine Überidentifikation. Was ist eine Überidentifikation? Eine Überidentifikation ist, wenn jemand es nicht mehr schafft, in Distanz zu gehen und für sich auch sagt, ich will da auch gar nicht in Distanz gehen, weil ich klebe so an meiner Sichtweise. Und dann heißt es natürlich, was für eine Bedeutung hat dieses Werk, hat dieser Film für mich und mein Leben? Und das kann bei manchen Leuten hochproblematisch sein. Und das wäre dann die Aufgabe von der Psychotherapie, nämlich einfach zu sagen, okay, es ist eine Sichtweise, es gibt andere Sichtweisen. Wie, was für eine Bedeutung hat dieser Film, hat dieses Werk für dich in deinem Leben? Also diese Frage, die dahinter steht, ist es eigentlich wirklich wichtig? Lohnt es, so viel Emotion da reinzugeben oder kann ich nicht sagen, ey? Genau, ey Leute, chillt mal eure Basis. Besser! Wichser! Captain, nicht doch. Reiben Sie die Wut in die Wüste. Nicht aufregen. Reiben. Es gibt oder sollte es wenigstens Wichtigeres im Leben geben, als sich über Serien und Filme aufzuregen. Doch vielleicht steckt ja eben viel mehr dahinter. Ich bin da echt neugierig drauf. Und wir können sehr gerne hier in einem anderen Video die Vogue-Rassismus-Debatte führen. Doch jetzt erstmal wieder zurück zum Zorn und sich aufregen, denn ich gebe zu, auch mich erwischt es auch mal. Ja, und was ist drin? Was ist drin? Es ist nicht drin, oder? Ja, oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war jetzt gespielt. Wisst wie ein Scheiß. Wisst wie ein dummer Scheiß. Peter, chill deine Mann. Das war jetzt wirklich die Höhe. Die Höhe. Yep, so sieht's aus. Denn gut erzählte Serien und Filme sind genau mein Ding. Der richtig gute Stoff. Also für mich in meiner Wahrnehmung. Und falls ihr die Zutaten oder eure Zutaten für den richtig guten Stoff kennt, so schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Doch da haben wir es wieder. Dinge, die uns wichtig sind. Und das sind eben auch Geschichten, auch wenn diese ausgedacht sind. Geschichten erzählen und konsumieren gehört zur Menschheit wie das Amen in der Kirche. Doch es gibt ja noch diese Zuschauer, die solche Fandiskussionen überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie wollen nur konsumieren. Eine gute Unterhaltung, ganz oberflächlich. Denn eines steht fest, wir Zuschauer sind Egoisten, es soll uns gefallen. Ob andere ihren Spaß dabei haben, ist erstmal egal. Doch Filme und Serien sind für viele gemacht oder wenigstens für eine bestimmte Zielgruppe. Und manchmal passt es einfach nicht. Ganz oft, wenn aus Büchern Filme und Serien werden. Die Leute, die in einer bestimmten Sichtweise festgefahren sind,
und auf die reine Lehre pochen, darauf, dass es nämlich... Also so, ich nenne sie immer so Buchpuristen. Also so, ja. So wurde es geschrieben, so muss es umgesetzt sein. Werden. Ja. Also ich denke mal, das ist sozusagen deren Sichtweise. Da kann man nicht sagen, das ist falsch. Und wenn ich da eine Distanz dazu habe, nämlich sage, okay, ich sehe das so und du siehst es so, deswegen müssen wir trotzdem uns nicht die Köpfe einschlagen, sondern wir können trotzdem zusammen ein Bier trinken oder was auch immer. Und wie kann das gelingen? Weil das erzeugt ja ein sehr ungutes Gefühl, wenn jemand eine andere Sichtweise hat. Und ich hätte doch so gerne, wir könnten doch diese gemeinsame Sichtweise teilen. Sehe doch die Welt mit meinen Augen. Ja, den Wunsch verstehe ich. Aber es ist ein Stückchen auch Gesundheitskitsch, sich das vorzustellen. Also ich denke mal, zwei Leute, das ist wie ein Anfang von einer Liebesbeziehung. Am Anfang sieht man das genauso. Ne? Je länger man zusammen ist, umso mehr kommt die Realität, dass es sich hier um zwei verschiedene Personen handelt, mhm. ne? Die an manchen Stellen hoffentlich Gemeinsamkeiten haben, aber die auch unterschiedliche Positionen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit der psychischen Reife von jemandem zu tun hat. Also wenn jemand wirklich für sich sagt, okay, ich akzeptiere, dass du anders bist und dass du einen Lebensbereich hast, der nichts mit mir zu tun hat. Also ich fand das interessant, dass zum Beispiel die beiden Vogelbrüder in der Politik, der eine in der CDU ein Ministerpräsident oder sowas war und der andere war SPD-Dingens. Das genau ist die richtige Position. Nämlich einmal zu sagen, ich teile deine Position nicht, aber ich verteidige, dass du es anders siehst. Und das, glaube ich, das ist ein Stück psychische Gesundheit, nämlich einfach zu akzeptieren zu können, dass die Welt nicht so ist, wie ich sie mir gerne zurechtbacken würde. Richtig. Und da haben wir es. Aber auch so ein Herz der Konflikte. Natürlich. Also ich meine, Konflikte sind ja nicht etwas, was negativ ist. Also ich denke mal, man kann sagen, Konflikte sind wie Reibepunkten. Konflikte sind letzten Endes auch ein Antrieb für eine Entwicklung. Also These, Antithese, nicht Kompromiss, sondern Synthese. Das heißt einfach zu sagen, ich sehe deine Sichtweise, aber ich teile sie nicht eins zu eins. Ja? Und trotzdem können wir miteinander reden. Letzten Endes ist es ein demokratisches Prinzip. Konflikte, Probleme, die gelöst werden, der Treibstoff einer guten Story. Da passiert was, da entwickeln sich Figuren, sie wachsen über sich hinaus, sie stehen für ihre Werte ein. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir im realen Leben hier auf unserer Welt unsere Konflikte eines Tages in den Griff bekommen. Und gute Geschichten, sicherlich nicht alle, sie können dabei helfen, denn Filme, Serien und auch Bücher vermitteln Werte und Moral. Und verbinde ich das mit der Kurzkritik an die Ringe der Macht und dem Thema der Konflikte, so kann ich sagen, in meiner Wahrnehmung blieb das in dieser Serie komplett auf der Strecke. Doch, naja, auch ich über mich es zu akzeptieren, wenn manche eine Serie gut oder schlecht finden. Und da haben wir dieses demokratische Prinzip und das gilt eben auch für die Bewertung von Filmen und Serien. Ja, die Durchschnittsbewertung und Kritiken geben einen Fingerzeig, ob ein Filmprodukt gut oder schlecht sei. Doch auch hier gilt, ja, es ist eine intersubjektive Wahrheit, die Wahrheit einer Gruppe. Und es kann eben auch andere geben, denn wir alle kennen diese Geschichten, diese Guilty Pleasures, die uns gefallen, jedoch von der Mehrheit niedergemacht werden. Und wir können uns trotzdem respektvoll austauschen und uns fragen, was hat uns gefallen, was hat dir gefallen, wieso, weshalb, warum, war die Umsetzung gut oder schlecht? Und wir können auch weiter mehr in die Tiefe vordringen und uns fragen, was macht eigentlich eine gute Geschichte aus? Und da bin ich neugierig auf eure Gedanken. Und vielleicht werden unter diesem Video einige heftige Kommentare auftauchen oder auch Trolle. Und deshalb habe ich Werner Gross noch gefragt, wie wir alle mit solchen emotionalen Kommentatoren umgehen können. Also das Erste ist, nicht zu missionieren. Also aufzuhören zu missionieren, weil dann geht sofort Ping-Pong los, also dann geht der Streit los. Das Zweite ist, es anzuhören und zu fragen, erklär's mir. Erklär's mir, warum du das so siehst. Ne? Und dir also eigentlich über Fragen jemanden selbst in die Verunsicherung zu bringen.
Also indem er sich irgendwann das selbst fragt. Und das ist etwas, was nicht nur auf der Kopfebene passiert. Also es ist nicht nur ein Lernprozess, sondern es ist eigentlich ein Reifungsprozess. Mhm. Ja? Also wenn einem das gelingt, und das ist eine lange Geschichte, weil die meisten Leute steigen da aus, sowohl die sagen, ey, du bist zu blöd, als auch der sagt, ich habe die Wahrheit. Ja? Also ich lasse mich da nicht von dir ständig bequatschen. Ne? Kann man im Moment auf der politischen Ebene zwischen den, was weiß ich, Impfgegnern und was ist da, das ist die gleiche Geschichte. Also meine Grundhaltung ist eher wie dieser alte jüdische Spruch, der heißt, du bist näher bei Gott, wenn du eine Frage stellst, als wenn du eine Antwort gibst. Und vertraue den Leuten, die Gott suchen, aber nicht denen, die vorgeben, sie hätten ihn schon gefunden. Ja, eine echt gute Weisheit, ein guter Spruch zum Schluss. Und auch wenn ich nicht wirklich Gott suche, meine Lieben, so kann ich sagen, ich suche den richtig guten Stoff, immer noch. Und ja, jetzt bin ich weiterhin an euren Gedanken interessiert. Wie seht ihr diese unterschiedlichen Fankriege und Meinungsunterschiede? Welche Bedeutung haben diese vielen Stories und Franchises da draußen für euch? Denn ich hoffe, wir können Frieden mit den Gedanken anderer schließen, auch wenn sie unseren widersprechen. Deswegen können wir uns gegenseitig fragen und uns respektvoll behandeln, warum wir das so und so sehen. Und meine Suche geht weiter. Denn diese intersubjektiven Wahrheiten der Literaturwissenschaft bzw. Filmwissenschaft haben mich neugierig gemacht. Diese Messlatten, die man anlegen kann an Filme und Serien. Doch ich denke dabei nochmal an die Worte von Werner Gross und sage jetzt schon mal Tschüss. Wir sehen oder hören uns im nächsten Video wieder. Euer Peter. Die Wirklichkeit ist identisch. Ja. Aber die Wahrheiten dazu, also was ich aus den Wirklichkeiten mache, die unterschiedlichen Wahrheiten, die können sehr unterschiedlich sein. Die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid und dreht sich stumm nach anderen Wirklichkeiten um. Das ist nicht von mir, das ist von André Heller, glaube ich.